Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video, ne? Ja, beim letzten Mal hatten wir den Pokal besiegt. Ich habe mich an der einen Mission versucht. Ich habe jetzt gerade schon alle Amiibos abgegeben. Also ihr seht, Gold habe ich nicht geschafft, aber Silber zumindest. Und ich habe gerade eben gelernt, weil ich ein paar Amulette reingeworfen habe, dass der Topf besser wird, wenn man mehr Amulette hinzufügt. Also der wächst dann an der Stufe. Also der ist jetzt Stufe 2 bei 5 Amuletten geworden. So, ich kann jetzt hier erstmal ein bisschen rohes Fleisch abgeben. Und ein bisschen XP dadurch auch farmen. So. Was anderes kann ich gerade nicht abgeben. Ich habe jetzt nur haufenweise rohes Fleisch gesammelt. Also ich kann euch das jetzt zeigen. Der ist jetzt Stufe 2. Halt, ich habe jetzt mehrere Glücksamulette gleichzeitig reingeworfen, damit die ganze Folge über besser mit den Materialien läuft. Ich habe auch ein Finder-Amulett durch die Amiibos bekommen, dadurch kann ich bessere Eier finden, falls ich mal welche finden will. Und jetzt wollen wir zum Wald vom Wächterraffer. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es ist gerade früh am Morgen bei mir. Wo ist denn dieser Wald? Wir müssen den nördlichen Pfad folgen. Wir dürfen jetzt hinein, okay. Warte mal. Der kann brüllen, was macht brüllen? Wenn ein Monster gereizt ist, das brüllen kann, drücke B, damit es ein furchterflößendes Brüllen abgibt, das schwächere Monster einschüchtert und das starren lässt. Also wirklich bei... Warte mal, kann ich damit die Kelbis einfrieren? Mal ausprobieren. Also ich konnte sie nicht bekämpfen, aber die lassen Kelbihorn fallen, wenn man... erschreckt. Oder ein Stein. Oh, zwei Steine. Warte, ich muss zurück, weil jetzt kann ich mir Lebenspunkte dadurch herstellen. Einen Moment. Nebenquest einreichen. Endlich. Gruppenheiler. Anfänger. Ein Kombobuch. Jetzt kann ich Lebenspunkte herstellen. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Womit stelle ich das denn her? Mit Kraut und Steinen. Wow. Und Immunisierer. Wo habe ich den denn her? Erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran. So, ich kann mir richtig viele von den Donuts hier machen. Spinnnetze habe ich nicht. Ich kann mir noch einen Trank machen. Wenn ich Honig finde, dann kann ich mir noch mal ein paar davon machen. So, rein da! Jetzt sind wir drin. Mal sehen, was wir finden. Das ist also der Wächterwald. Entschuldigung, Wächterrafferwald. Okay, der Pfad wird nicht oft benutzt. Ich lasse das hier mal drin, weil das ist auf jeden Fall neu hier alles. Ein Moment. Vom Vieh runter. Ben. Monstersuche. Okay, ich scheine hier offenbar Ruhe zu haben. Merkwürdig.
Ging ich gerade von hier die ganze Party ab? Oh, ich glaube, ich brauche gleich Ranma. Da ist ein Kudajaku. Ich mache den mal eben kurz platt. So, der Jaku ist tot. Weißt du, da habe ich schon den Bonus, dass ich hier mehr Punkte kriege und es klappt trotzdem nicht. Dass das S wird. Nice. Dafür habe ich die Punkte ausgegeben, Leute. So, hier einmal hoch, ich will die Kiste. Wo ist das Ding zum Springen? Genau auf der anderen Seite. Let's go! Das Teil holen wir uns. Ansonsten gibt es ja nichts zu holen. Hopp. Und Kiste. Nehmen Sie doch. Für zwei gebratene Steaks bin ich hier hochgesprungen. Das kann doch nicht wahr sein. Da war endlich dieses Mahano-Gut, was ich die ganze Zeit suche. Kommt man denn da hin? Habe ich irgendwas übersehen? Ne, wahrscheinlich mit Klettern. Ja, Klettern. Brauche ich gar nicht gucken. Da sind nur ein paar Käfer, die kann ich ignorieren. Von denen habe ich schon 10.000 umgebracht. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich mir die Rüstung komplett machen können. Die Nebenquest da oben habe ich mir jetzt nur markiert, weil ich nie weiß, was Mahano gut ist. Aber jetzt weiß ich es ja. So, hier sind Knochen. Ein Spinnennetz. Ich kann mir eine Fallgrube basteln. Noch ein Netz. Pilz. Den Jaco ignoriere ich. Aber das wäre unnötig. Aleo-Blätter. Und ich kann nicht mit Brandsalben machen. Wird immer willkommen. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Gleich einmal auf die Karte gucken. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wo ich Felsbrecher einsetzen kann. Ah, okay, da vorne hätte ich links gemusst. Okay, dann gehen wir hier mal links. Aber vorher kombinieren. Eine finde ich leider nie. Ich habe keinen Honig. Ich dachte, ich hätte Honig eingesammelt. Ach, zumindest Weizen habe ich wieder haufenweise. Die Velozis lasse ich auch in Frieden. Ach nee, ich habe ja diese scheiß Larve bekommen damals. So, jetzt stehe ich hier oben. Kann ich von hier aus was Schönes sehen? Nö. Nur wieder zigtausend Velozis. Kann ich ignorieren. Ich würde gerne mehr Pilze finden, damit ich diese Quest endlich mal abschließen kann. Ja,
noch mehr Pilze, aber nicht die Pilze, die ich suche. Und der Bereich hier sieht cool aus. Da ist ein Kutku, den verprüge ich wegen Waffe. Und Kutku ist kaputt. Hab rausgefunden, der Bogen funktioniert bei dem recht gut. Man sieht sowas erst, wenn man das einmal gegen die ausgetestet hat, habe ich auch gemerkt. Ich muss mir diese zwei Sachen mal merken. So, jetzt einfach wieder durch. Und da hinten die Kiste dann. Der halbe Weg war das erst. Okay, hier wollte ich einmal kurz runter. Da ist wieder ein Kutku. Den bringe ich gleich um. Erst nehme ich die Kiste mit und jetzt bringe ich den Kutku eben um. So, das Negative am Sprint. Du kommst echt schwer um im Kurven. Kommst aber auch echt gut voran. Oh Gott, wie groß ist denn das Gebiet hier noch? Ist hier irgendwas? Hier ist ein Pokai. Leute, den muss ich mal eben kurz verprügeln. Ich muss den Bogen verbessern können. Oder die Rüstung. Leute, ich kann jetzt zum ersten Mal endlich Ride-On mit einem Bullen einsetzen. Ich will gerne mal die Spezialfähigkeit von ihm sehen. Ihr vielleicht auch. Also nutzen wir sie mal. Bindungsfähigkeit. Kopf. Bin gespannt, wie es aussieht. Der Ritt. Let's go. Bam. Einfach voll Gas drauf losbrechen. Okay, die Fähigkeit finde ich gut. So, ist hier oben noch irgendwas Wichtiges? Da ist zumindest eine Kiste. Ich bin nicht komplett für umsonst hier hochgelaufen. Aber ich glaube, ich muss hinspringen, oder? Nee. Sieht nur so aus, als ob eine Lücke da wäre. 1000 Geld. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich gelohnt hat. Da will ich hoch. Ich muss nochmal drumherum. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich kann einfach durch. Wie gesagt, man kommt nicht gut um Ecken mit ihm. Aber man kommt viel schneller voran. Doch hier jetzt weiter. Ich mache die Folgen, glaube ich, auch übrigens ab sofort länger als nur 20 Minuten, weil es ja ein RPG ist und einfach viel zu zeitlastig ist. Also ich gucke, dass die Folgen jetzt 20 bis 25 Minuten mindestens sind. Hier an dir gehe ich einfach vorbei. Solange nichts Interessantes da ist, glaube ich mich nicht drum. Wind. Bullfangos. Ich habe bisher keine Bullfango-Waffe oder Bullfango-Rüstung, glaube ich, gesehen. Also beziehungsweise eine Bulldrom-Rüstung. Bei den kleinen Viechern kann man nicht wirklich. Abgesehen von Insekten. Kommen in unserem Bau. Ach, das ist die Katze für die Schnellreise, richtig? Vitale Essenz? Was ist denn vitale Essenz? Ist das irgendwas, das mich vorübergehend boostet? Ach, damit kann ich ein Herz wiederherstellen, falls ich mal eins verliere. Okay. Also da hinten ist ein Bulldrom. Ich will den einfach kaputt machen in der Hoffnung, dass sich irgendeine Rüstung freischaltet. Aber erst... Ja. Das ist die Katze. Warte mal, geh mal ein Stück weg. Kann nicht mit der Katze reden. Okay, dann mache ich jetzt mal eben kurz den Bulldrom fertig. So, der ist tot. Wir können weiter. Einfach geradeaus durch. Und natürlich Pilze mitnehmen.
Krieg ich so viel Material geschenkt. Ich muss ja nicht mal anhalten dafür. Echter Rafferbau. Ganz nah. Der Bau des Wächerraffers ist geradeaus. Einfach weit. Ja. Ein Pokai. Ich bekämpfe den mal. Ich versuche den sogar mit dem Farbball wegzukriegen. So Leute, ich habe es mit einem Farbball rausprovoziert. Und es war erfolgreich. Ich kann mir ein Ei holen. Ich versuche jetzt ein besseres Pokai-Ei zu kriegen. Oh, ich habe sogar Glück, der Pokai ist nicht mit hier, glaube ich. Der pennt einfach so, dass man ihn überhaupt nicht sehen kann. Einen Moment. Ne, der pennt einfach nur richtig beschissen. Nee. Nee. Kein besseres Pokai-Ei. Schade. Aber ein Versuch war es wert. Also wenn ich Pokais finde, dann zwinge ich sie mit einem Farbball abzuhauen. Zumindest nach dem Kampf. Also es macht keinerlei Unterschied jetzt an den Materialien, die ich am Ende kriege. Ob die jetzt fliehen oder nicht. Das Einzige, was sich dadurch ändert, ist, dass ich auch noch ein Ei bekommen kann. So, was finden wir hier jetzt? Bin schon gespannt. These are sacred grounds. Oh, das ist ja cool. Your grandpa passed away, but his Rathalos came back. Besides Red, Guardian Ratha would never let anyone else ride him. I'm sure he's waiting for Red to come home. That's what Chief Gaara always said. But this Red guy's not around anymore, right? So why? The truth is, once a monster forms a bond with a rider, it never forgets them. Remember that strange light when Guardian Ratha left? Something must have happened then. Ja, die Jäger hatten angegriffen. Otherwise, Guardian Ratha would never have abandoned the island. Okay. Let's take a look around. Yeah, leave it to me. My nose knows there's something here. Er riecht etwas. Riecht er das Rathalos-Ei, was die Frau damals hatte? Da oben ist jemand. Das Mädchen, das man im Anfangstrailer gesehen hat. I can't believe my eyes. Eh? Who are you? I'm sorry to say, but this isn't Red. Ich sehe ihm nur verdammt ähnlich. Of course. There's no way it could be. It's just those eyes look like Red's. Nur meine Augen. Red was one of our leaders. This is his grandkid. Huh? Red passed away a long time ago. I know. It's just I actually came to see Guardian Ratha. Red gave me something to bring back here. Okay. Something from Red? Oh. Whoa! 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 What was that? Nichts Gutes. Whoa! Something's coming over there. Hi! So sieht man sich wieder. Leute, es war schön, euch gekannt zu haben. An Ajna? In Guardian Ratha's den? Why is it acting so weird? What's going on? This looks awfully bad, buddy! Please, take this. It's Red's old kinship stone. Okay. You might be able to use it to calm that monster down. Red's kinship stone? How come you have it? Red, he wanted you to have it. Take it. Okay. You mean? Der besonderste Stein oder? You ready for this? Yeah, let's oh do Gott. It. Right on.
Das wird schrecklich. Sollte ich vielleicht direkt eine Blitzbombe werfen? Ich setze erstmal einen Betzstein ein. Okay, ein Geschwindigkeitstief. Das heißt, ich kann direkt schon mal ran mal austauschen. Das Ding ist ja mega aggressiv. Zani. Let's go. Die Folge wird definitiv ein bisschen länger. Okay, ich weiß der Technik. Und Schwerter sind beim Körper absolut useless. Nice, schön das jetzt auch zu erfahren. Versuche ich mal den Bogen, vielleicht funktioniert der. Erstmal austesten. Ja, der Bogen funktioniert gut gegen den. Autsch. Aber wir wissen doch, dass der... Ach du Kacke. Ja, wenn ich wüsste, welche Angriffe der benutzt, ne? Ich lade erstmal auf. Dadurch wird nämlich mein nächster Schuss besser. Ja, für ihn Gift zu. Wie wirkungslos. Au! Okay, er geht gerade auf Kraft. Geschwindigkeit, Kraftangriffe, Schockfalle. Das ist wenigstens mal ein richtiger Bossfight. Warum hat die Falle nicht funktioniert? Also durch Aufladen kommt nochmal ein Zusatzschuss. TP 150 und regeneriert weiter TP über 5 Runden. Kann ich gerade gut gebrauchen. Zack. War useless. Okay, das tut jetzt bestimmt weh. Mir fällt nur eine Möglichkeit ein, ihn vom Angriff abzuhalten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Ausweichen. Autsch. Ich muss Brandsalbe benutzen. Boah, den Kampf finde ich ja fast nur am Heilen. Au. Lebenspuder. Ich krieg hier nur aufs Maul. Wir müssen ihn unbedingt mal was brechen. Ja, Ride On habe ich noch nicht bereit. Aufladen! Kann ich gleich richtig reinhauen. Wenigstens ist mal was gebrochen.
Er wird aber auch nicht ruhiger dadurch. Schneller Schuss. Right on. Ach so, ich kann right on benutzen. Ich nutze aber erst den schnellen Schuss, weil sonst ist er weg. Das wird wehtun. Zack. Also der Bogen ist eigentlich richtig krass in diesem Spiel. Und noch ein Kraftschuss. Am. Ich wäre jetzt für Ride On. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Giftbeschichtung. Ach, brauche ich gar nicht machen. Gift funktioniert bei dem eh nicht. Also ich hoffe, dass das gleiche aktiv ist. Ja, das gleiche ist effektiv. So, right on! Erstmal mit dem Pukai. Einfach nutzen. Toxin-Überraschung. Ah, er schützt mich sogar vom Gift. Die Nase muss ich brechen. Komm. Ja, es ist gebrochen. Und er ist umgeworfen. Pam. So, jetzt lade ich erst... Obwohl, nee. Jetzt gerade kann ich einmal richtig stark reinhauen. Danach wird aufgeladen. Alle Mann drauf! Keine Ahnung, wie viel Leben der noch hat. Warum stellen die immer genau dann, wenn ich das sage? Puh. Das nenne ich mal einen Bossfight. Nee, ich kann mir keine Waffe machen. Das wäre gemein. Aber er lebt noch, oder? We did it, buddy! That was amazing. I wonder if it was thanks to that kinship stone. Whoa! The kinship stone powered up! Hm? Hmm. Seems like this one works differently than the ones I know. My old partner's kinship stone powered up after purifying the Black Blight. Hmm? Black Blight? I've heard of that. There's no way it could have come back, right? Right. Whatever's going on here, it's something totally different. It makes my fur stand on end. But this could be something even worse. It's like Chief Gara said. Guardian Ratha leaving must have started all this. That's probably why the Anjanath lost control too. You okay, buddy? Lebt er noch? Bitte beiß mich nicht. Just as I thought. You really are like Red. My name is Anna. Okay, hi Anna. My father and I were friends long ago. He saved my life. Something I want to show you. Follow me. Okay, ich folge dir. Wait up! Aber das war mal ein Bossfight. Der Anschlag hat mir richtig in den Hintern getreten.
Oh, wunderschöne Aussicht. Und das Rathalos-Ei. That's a Rathalos egg, isn't it? I hid it here so the hunters wouldn't be able to find it. Mm. Smells nice and fresh. For sure a peppy little monster. But the scent is a little different from a regular Rathalos, though. Guardian Rathalos. Das ist ein neuer Wächter Rathalos, oder? He wanted me to take care of it. That's what it seemed like. Wait, what? These strange happenings aren't confined to this island alone. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Nobody knows where they're going. Monsters that are usually docile are acting aggressive. There are reports of people being attacked. That's terrible. So this is happening in other places too? That's right. The whole world is getting hysterical, and that's why I'm traveling around to find what's causing this catastrophe. What a mess. Also die Katze hätte das aber auch mal ein bisschen früher sagen können. What was all that? Well, I don't know yet. But I think Red knew something. He spoke about an omen of disaster. A disaster? Hallo? Here you are. Huh? Chikara. Over here! I saw the riders go this way. They've gotta be hiding that Rathalos somewhere. Find them! The hunters believe we're harboring a dangerous monster. They won't stop until they've found what they're after. If they see this egg, we're gonna be in trouble. That egg. We should go to Ruto Village. The hunters can't harm us there. Ruto Village? Was das? It's where I live. It's a Wyverian settlement. Humans aren't allowed in without permission. The hunters won't be able to follow us there. Okay. Come with me, please. I just know this Rathalos will help us once it hatches. You want to come too? Ah, und das ist Red, wenn ich es richtig sehe. There is nothing to fear. It's a big world out there. But Rathalos will guide you. Er gehört mir. Ja. That's my buddy. I knew you'd come around. But Chief Gara. It's no mere coincidence. You were given Red's kinship stone and now a Rathalos egg. Schon bin ich der coolste Mann vom Hut. In Ruto Village, you can hear the legend of Ray's Wing Ratha, the monster with the wings of ruin. Maschine gibt es denn? Im Auswärtsrathaus kennt ich kein Bild, ne? So, ganz vorher noch nicht. I have a feeling it has a connection to the peculiar occurrences of late. All right, leave the hunters to me. I'd be lying if I said I wasn't nervous. But it'll work out. I'm sure you've got what it takes to make it through this. Okay. You're my first student after all, right? Wie eine große Schwester. You watch out for the newbie. Got that, Naviru? What a music! The two of us will do you proud! You have your grandpa's determined eyes. Take good care. In das lustig. Chipstone. Ich habe das hier übrigens wahrscheinlich in zwei Parts aufgeteilt, weil das bei mir jetzt wirklich schon 40 Minuten sind. Also ich vermute es. Let's go.
ship. Hey, where are they going? So, du bist wahrscheinlich der Endboss. Und nicht von den Menschen. Was? Tsukino. I'm here. I need you to tail them. Mission accepted. Moon's blessing emerge. Bist du nicht die für die Amiibo-Glücksdinger? Deswegen ist eine Katze ins Wasser zu springen. Okay, ich kann hier jetzt speichern. Habe ich getan. Confirm Gain habe ich erhalten als Medaille. Jetzt bin ich hier. Okay, mir das Dorffoto ist gleich hinter dem Hügel. Fantastic. Obwohl, ihr könnt den Text ja eh lesen, ne? Du entschließt dich, das Freyana-Mädchen Ina zu begleiten, da sie das Ei vom Auswärtsflügelratter trägt. Der Wächterratte ihr anvertraut hat. Ihr bricht auf in ihre Heimat Roto, wo dein Großvater Red eine starke Bande mit dem Dorf neben den Valfrianern knüpfte. Okay, ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt wirklich für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal.